Hier ist der zweite Teil unserer Serie von der Automatica 2023. Wir haben die Firma Fruitcall besucht, welche jetzt den Horst per Spracheingabe und KI programmieren kann. Dann waren wir bei Convergent IT, eine Firma aus Österreich, die Weltmarktführer in Oberflächenbearbeitung für Industrieroboter sind, also Software dafür entwickelt hat. Dann waren wir bei RoboMinds und haben uns das neue KI-gestützte Kamerasystem angeschaut. Auf dem Stand der Firma Synapticon haben wir das Fraunhofer IWU gefunden, welche uns eine sichere, ultraschallbasierte Lösung für Industrieroboter vorstellen. Dann hat Airskin ja einen riesen KUKA Quantec durch die Menge fahren lassen. Sicher natürlich. Was sehr interessant war, bei Harmonic Drive haben wir uns einmal diese kleinen Harmonic Drive Getriebe angeschaut. Und bei KUKA haben wir den neuen Leichtbauroboter entdeckt. KUKA hat ja den Leichtbauroboter marktfähig gemacht als erster. Und jetzt gibt es den ersten Nachfolger. Sehr interessant. Und da habe ich dann auch den Daniel Schmidt getroffen von Orange Apps, der ein Lego-basierte Automobilproduktion aufgebaut hat dort. Und am Schluss haben wir noch die Firma Intrinsic, eine hundertprozentige Google-Tochter, welche No-Code-Lösungen für Industrieroboter entwickelt. Und das sollte man unbedingt beobachten. Also schau das Video bis zum Schluss. Und wenn du den dritten Teil nicht verpassen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn das Format mit Messen von uns gut gefällt, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's los. Lang habe ich gesucht, jetzt habe ich es endlich gefunden. KI in Roboterprogrammen. Und wo habe ich es gefunden? Bei der Firma Fruitcore. Ja, ja, servus Jens, grüß dich. Der Jens Rieger ist hier vom Fruitcore CEO. Erzähl mal, heute erst vorgestellt worden, richtig? Gestern, live auf der Messe quasi. Ja. Und ist eine Premiere. Es gab noch nie einen AI-Co-Pilot überhaupt in der Robotik. Was kann ich damit machen? Ich kann mit dem Horst komplett interagieren. Das heißt, Fragen stellen, Programme schreiben lassen und ergänzt ist es um unser schönes Operating System, Horst OS, mit drei Bereichen. Kann man Komponenten hinzufügen, den Prozess steuern, also wir gehen ja auf die ganzheitliche Automatisierungslösung und der AI Copilot ist immer zur Stelle und kann gefragt werden. Kann ich da sagen, hey, wenn das Teil, könntest du das ein bisschen höher heben, ja? Kannst du das ein bisschen tiefer angreifen, irgendwie sowas, kann ich mir das so vorstellen, oder? Ja, genau, man kann umgangssprachlich tatsächlich Befehle formulieren, fahr mir 10 cm in Z-Achse, fahr mir eine Joint-Bewegung, das kann man alles machen, tatsächlich in Umgangssprache jetzt. Kann ich ja viel Schmarrn erzählen, oder? Viel Schmarrn sichern wir natürlich noch ab, dass er nicht komplett ausrastet. Okay, es ist nicht so einfach zu kontrollieren, aber wir haben natürlich unsere Grenzen gesetzt. Und man kann ihm auch Schmarrn erzählen. Soll ja jetzt natürlich einmal Unterstützung sein, erst einmal. Und es wird auch noch weiterentwickelt. Ihr habt eine Schnittstelle zu ChatGPT gemacht? Oder wir haben einen Trainingsdatensatz. Aha. Da haben wir alle unsere Supportdaten drin, die Anleitungen drin. Unser JavaScript von Horst FX ist drin. Aha. Und dieser Trainingsdatensatz, den haben wir verknüpft mit einer Schnittstelle zu ChatGPT. Und jetzt arbeiten wir quasi mit dem besten momentan KI-Modell am Markt und kriegen super Ergebnisse von den Antworten. Genial, genial, oder? Daumen nach oben, oder? Für Fruitcore. Was habt ihr noch Neues? Wir haben unsere Solution Kits dabei und eben in Kombination mit Horst OS wird es natürlich sehr stark, weil wir jetzt auf unsere Komponenten zugreifen können. Also du sagst hier nicht bloß den Horst selber, sondern auch die Kamera, der Greifer. Da geht es ja noch weiter, wo muss ich hier drauf drücken? Achso, brauche ich nur den Mais. Also geht nochmal natürlich. Safety. Man kann alles machen, man kann auch Software aus anderen Herstellergebieten reinladen. Und man hat immer diesen Single Point of Control und immer ein Bedienpanel. Auf dem Programmiergerät. Immer auf dem Programmiergerät. Man muss nicht mehr switchen. Man hat einfach eine einfach zu bedienende Anwendung, eine Lösung. Und das ist ja das, was der Kunde braucht. Wer braucht nur einen Roboter, der einfach zu bedienen ist? Fast keiner, jeder braucht eine Lösung und Horst OS
kombiniert mit unserem AI Copilot ist da die Lösung. Okay, cool. Das ist das Programmiergerät jetzt? Genau, das ist das neue Panel. Danke. Ja. Danke. Ich das muss mir jetzt nicht mehr die Hand brechen. Das kommt Anfang des nächsten Jahres in Kombination eben mit unseren ganzen digitalen Diensten. Ja. Das hat dann Kamera vorne, hinten, macht natürlich den Support noch viel einfacher. Aha. Und die Kommunikation eben mit dem System interaktiver. Genau. Ihr werdet es ja richtig gut, ja. Gratuliere. Weiter so. Mega. Ja, ja. Vielen Dank. Ja. Danke. Ciao. So, jetzt bin ich hier bei der Firma Convergent IT. Neben mir sitzt der Christoph Eberst. Hallo, servus, willkommen im Roboterkanal. Ihr habt eine ganz tolle Software, eine Simulationssoftware für Industrieroboter. 25 verschiedene Robotertypen, habe ich mir sagen lassen. Offline-Programmierung für unter 2000 Euro, 1900 und? 61 Euro, was ja auch einmalig am Markt ist. Und hier hast du mir gezeigt, das ist, ihr habt hier eine Anwendung, auch jetzt für große Automobilisten, wobei sie auch kleine Mittelständler bedienen können. Erzähl mal, das, also das ist halt der Weltmarktführer, der rockt hier gerade den Markt. Im Bereich der Planung absolut, ja. Ja. Da geht es darum, dass Karossen, lackierte Karossen inspiziert werden, ja. Mit Robotern, mhm. Die zufällig auch mit unserer Software programmiert werden. Genau. Und danach fahren die weiter in die nächsten Zellen und dort wird automatisch geplant, wie die am besten repariert werden, mit Schleifen, Polieren und anderen Prozessen, ja. Wie die Roboter nicht mit der Karosse oder nicht gegenseitig koordinieren. Also der Lack ist nicht immer perfekt, wenn er rauskommt. Und dann kommen Roboter, überprüfen, ob der Lack gut auf dem Auto drauf ist. Und dann sagen die den nächsten Robotern, hey, da musst du so und so rausschleifen, damit es wieder perfekt ist, dass man das Auto verkaufen kann. Die sagen dem nächsten Roboter, wo der defekt ist und unsere Software macht dann, wie es rausgeschliffen wird. Okay, KI, ja, also mit Learning-Algorithmen. Man sagt ja heute zu allem schon KI, ja, ist eine echte, die auch lernt. Die lernt ja. Aus den eigenen, wenn die Reparatur nicht perfekt war, lernt sie daraus und passt sich dann an. Ja. Aha, okay. Also haben wir danach auch wieder praktisch Kontrolle und die würde dann daraus lernen, dass es nicht funktioniert hat. Genau, wird kontrolliert und das wird zurückgespeist. Da habt ihr ja schon unfassbar viel Erfahrung. 2019 habt ihr bereits 100 Millionen Roboterprogramme automatisch generiert. Stimmt das so? Das stimmt. Aus ja. ganz kleinen Anwendungen für ganz kleine Firmen bis zu ganz großen Firmen. Alle okay. zusammengesammelt, kommt das auf die Zeit. Das heißt, die Roboterprogramme werden automatisch generiert, in den Roboter direkt zum Laufen gebracht und dann führt der Roboter das aus. Genau. Ja, unfassbar. Und die Offline-Programmierung ist natürlich eine andere Sache. Da plane ich das vorher, spiele es an den Roboter an und der Roboter führt das durch. Das wäre die Offline-Programmierung für unter 2000 Euro. So eine größere Anwendung kostet wahrscheinlich mehr. Wenn man eine Lackiersimulation braucht, ist mehr. Aber ja, alles genau. andere, so kleine, normalen Sachen sind alle so. Ja. Okay, man findet euch unter convergent-it.com, blendet es auch unten ein, oder automaps.com, so heißt die Software, 3P, Automaps, warum 3P? Nur damit man nicht mit den Apps den normalen in Konflikt kommt. Okay, schlauer Plan, ja, und man kann es sich auch merken, gell? Automaps mit 3P.com. Super, also mega, finde ich ganz toll. Man hat euch noch nicht gehört, jetzt kennt man euch im Roboterkanal auch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Polieren ist so euer Spezialgebiet, richtig? Alle Oberflächenbehandlungen. Oberflächenbehandlungen, ja, Schleifen, alles. Schleifen, polieren, lackieren. Wunderbar, viel Erfolg weiterhin, gell? Danke. Gerne. Jetzt sind wir hier bei RoboMinds, ja, unserer künstlichen Intelligenzfirma aus München. Ja. Servus, neben mir ist der Maurice. Servus, hi. Servus, erzähl uns mal, was sind deine Highlights hier auf der Messe? Ja, unser Highlight hier auf der Messe oder am RoboMinds Messestand sind natürlich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die wir mit dem RoboBrain, ja. also der Magie, die dafür sorgt, dass Roboter neue Fähigkeiten erlernen können, präsentieren. Ja. Wir sind dieses Jahr so breit wie noch nie aufgestellt, zeigen verschiedenste Use Cases von Maschinenbeladung über KLT-Handling, smartes Order Picking
bis hin zum Paintbot. Lass dir unbedingt ein Porträt zeichnen übrigens. Okay, ja, cool, genau, und zeigen einfach, wie viele Einsatzmöglichkeiten es mit dem RoboBrain gibt und wie einfach es vor allem sein kann, mit KI-Robotik loszulegen. Also das heißt, RoboBrain ist, ich habe jetzt eine Kamera und RoboBrain ist die Intelligenz dahinter. Richtig. Ja. Die Magie passiert im RoboBrain und in Kombination mit beliebigen Komponenten oder verschiedenen Roboterherstellern entstehen so maßgeschneiderte Lösungen. Generieren wir auch die Bahnen, mit die Bewegungsbahnen mit RoboBrain. Genau. Okay. Ihr habt eine neue Partnerschaft. Ja, guter Stichpunkt. Ja. Auch eine unserer Applikationen dieses Jahr, gemeinsam mit dem Roboterhersteller Robco. Robco, das haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen München, angekündigt. Genau, auch ein Münchner Unternehmen, also die Power von zwei Unternehmen. Ja. Und für uns ein total neues Feld, Maschinenbeladung. Und hier hinten kann man sich seinen persönlichen Einkaufschip gravieren lassen. Und der Robo übernimmt alles, dank dem Brain, vom Picken des Gegenstandes bis hin zur Einladung, Maschine zumachen, Maschine aufmachen und fertig ist das fertig gravierte Stück. Okay, KI bedeutet, es lernt mit praktisch, oder? Ja. KI bedeutet, es lernt mit und es trifft vor allem eigenständige Entscheidungen. Also wo ich früher viel programmieren musste, zu sagen, fahr dahin, pick das hier, pick das dort, übernimmt die KI, übernimmt die Vision und liefert so einfach super Ergebnisse. Ja, finde ich klasse, ja. Wunderbar, viel Erfolg dabei noch weiterhin. Danke, Werner. Ja, also, servus, ciao. Jetzt bin ich auf dem Stand der Firma Synapticon. Die sind ja dafür berühmt, diese sicheren Inkrementalgeber herzustellen. Und ich habe aber hier beim Paul Eichler, servus, grüß servus, dich, hier im Roboterkanal, was entdeckt. Ja, du bist von Fraunhofer. Ja, exakt. Fraunhofer IWU. IWU, genau. Und ihr habt eine neue Sicherheitstechnologie für Roboter entwickelt. Exakt, exakt. Ja. Das interessiert uns. Erzähl mal bitte. Ja, du kennst ja das Problem. Industrieroboter oder schutzzahnlose generell Roboter schutzzahnlos einzusetzen, ist ein riesengroßes Thema, aber trotzdem liegt es irgendwie dran, dass wir Probleme haben beim Sicherheitsengineering, extremste Aufwände, auch große Kosten. Das Scanner in der Regel, die starre Bereiche. Es gibt prinzipiell Lösungen, mit denen ich natürlich dynamisch oder flexibel absichern kann, aber das Ganze einzurichten ist natürlich ein Riesenaufwand und braucht enorme Expertise. Und wenn ich den Roboter irgendwo jetzt in der Fabrik zum Beispiel irgendwo flexibel Position A oder B schieben möchte und möchte den dann schnell in Betrieb nehmen, kriege ich zwar heutzutage vielleicht schnell programmiert, aber das Ganze dann sicher zu gestalten, ist natürlich ein Riesenthema. Das ist natürlich die andere Sache. Ja. Und was ist euer Ansatz da? Genau, wir sind in der Lage, im Prinzip abhängig von der Roboterkinematik, Roboterdynamik und der entsprechenden Sensorik, die mit dranhängt, die Sicherheitsbereiche, die um diesen Roboter herum irgendwie aufgespannt werden können, jetzt auch natürlich im Stand der Technik, aber dynamisch zu berechnen und dann auch flexibel umzuschalten. Das heißt, wir sind in der Lage, einfach einen Roboter in der Fabrik relativ flexibel hinzustellen und dann auch dynamisch abzusichern. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich habe hier diesen LiDAR-Scanner, wo wir jetzt die Umgebung abtasten und mit Ultraschall. Das fand ich ja auch einen interessanten Ansatz. Höre ich nicht zum ersten Mal, aber das ist jetzt auch schon zertifiziert oder ist es jetzt in der Entwicklung? Nee, bei uns ist so, ist im Prinzip der Rechenkern, das ist unser Know-how, im Prinzip die gesamte Architektur dahinter und die Sensorkomponenten sind das, was wir einfach aus dem Markt uns nutzen, was es so gibt. Wir sind kompatibel mit Radarsensoren, können aber auch klassische 2D-Sicherheitslaserscanner nehmen. Also das ist egal, extrem, was man da am besten hernimmt und so weiter. Ja, okay. Also einfach und flexibel habe ich mitgekriegt. Das heißt, wenn jetzt der Roboter hier arbeitet und der Mensch da, dann ist das eine Sicherheitssystem, aber ich kann dann auch wechseln. Ja? Dann sagt der Roboter arbeitet da und ich brauche mich da jetzt nicht mit großen Konfigurationen und sicheren Ein- und Ausgängen und so auskennen. Richtig. Ja. Ich stelle das einmal ein, habe meine Sensoren, die ich positioniere und die Bereiche werden automatisch berechnet und auch automatisch überwacht. Okay. Das ist natürlich ein Riesending. Ja, wunderbar. Genial. Hey, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dass es dann auf den Markt kommt. Mach's gut. Ja, hier sind wir bei Airskin. Neben mir ist der Andreas Baldinger. Servus, grüß dich. Der Gründer und CEO von Airskin. Ja. Und ihr habt ja Unfassbares, gell? Ein Industrieroboter dieser Klasse, der hier mitten unter die Leute performt. Und das geht, weil? Wegen Airskin, wegen unserer Airskin-Technologie, genau. Ja. Bei uns ist ganz klar, die Produktion der Zukunft ist das Thema. Ja. Und da wird es keine Zäune mehr geben. Und wir wollen nicht irgendwie in Kobold irgendwie hinterm Glas haben. Wir stellen da einen 300 Kilo Payload über 3 Meter Reichweite Roboter mitten in die Leute rein. Ja, genau. Ja. Und das ist, ich habe sogar vorne den Bildschirm, der ist alt. Also du hast den komplett eingehaust. Ja. Und wann immer ich jetzt da hinkomme, stoppt der Roboter. Stoppt. Und startet dann von alleine wieder, wenn ich weg bin. Ja. Oder? Startet wieder. Also genau. Das war wo ich das letzte Mal ein Video gemacht habe, ich hast du das quittieren müssen. Ja. Jetzt darf ich inzwischen automatisch. Kann sich der Kunde aussuchen. Ah ja. Je nachdem, wie man es in der Anlage verschaltet haben will.
Okay. Da braucht man keine Angst haben. Also, ich habe schon ein bisschen Respekt vor so einem großen Roboter. Wir haben auch unten alles eingehaust, gibt es keine Einziehprobleme mehr, nichts. Darum trauen wir uns das da mitten in die Leute einstellen. Wunderbar. Ja. Also genial. Super. Also das hat große Zukunft, Sigi. Ganz sicher. Weil einfach diese Industrierobotik dadurch sicher gemacht wird. Ja. Ich hab's draufgekommen, ich hab das erfunden, gratuliere, das ist wunderbar. Danke. Ja. Danke. Ja, ich bin hier bei der Firma Harmonic 3 von Sebastian Finhold eingeladen worden auf einen Kaffee. Ja, und ich finde ja eure Getriebe klasse, ich kenne die ja von unseren Mitsubishi-Roboter, Denso-Roboter und so. Das sind diese kleinen, kompakten Getriebe. Vielleicht magst du mal unseren Zuschauern erzählen, wie das funktioniert. Ja. Genau. Ja, die Harmonic-Reifgetriebe, die werden meistens in den Robotern so 5 bis 10 Kilo Traglast ungefähr eingesetzt. Kleinere Roboter, die kleineren Roboter, häufig auch kollaborierende Roboter hat, von verschiedensten Herstellern im Prinzip. Und die Roboterhersteller, die setzen die halt gerne ein, weil die halt unheimlich kompakt sind. Genau. Weil die eine hohe Drehmomentdichte haben. Das heißt, wir kriegen ziemlich viel Drehmoment über das Getriebe rüber. Das Getriebe kann zum Beispiel ungefähr 90 Newtonmeter. Aha. Ungefähr so viel, wie man die Radschrauben am Auto ranzieht. Halt. Richtig. So ein kleines Getriebe halt. Genau. Man nennt es Well-Getriebe. Well-Getriebe ist der offizielle Begriff. Harmonic Drive hat das ja erfunden. Ja. In den 60er Jahren hast du mir vorher erzählt. Genau. Dann war das Patent, ist nach Japan gegangen, das ist jetzt gefallen. Es gibt auch andere Hersteller, aber ihr seid das Original. Genau, wir sind das Original. Ja. Also klar, wir versuchen im Prinzip auch immer wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen und versuchen uns natürlich auch über das Thema Qualität des Produktes halt abzusetzen, dass wir halt konstant hohe Qualität halt liefern. Qualität ist bei uns im Prinzip hauptsächlich, dass das Getriebe halt sehr präzise ist, ein spielfreies Getriebe. Genau, was der Roboter braucht. Ja. Genau. Mhm. Und die Spielfreiheit kommt im Prinzip daher, dass wir eine Vorspannung in der Verzahnung drin haben. Mhm. Und diese Vorspannung, die hält auch über die komplette Lebensdauer des Getriebes. Ja. Und deswegen bleibt das Getriebe oder der Roboter nachher auch am Ende seiner Lebensdauer immer noch sehr präzise. Okay, genau. Wir warten ja diese Getriebe, die werden in der Regel gefettet und so weiter, wir reinigen die auch. Und wir sehen schon, dass die wirklich sehr langlebig sind, wenn sie nicht überlastet werden. Genau. Überlastung sind sie ein bisschen empfindlicher, aber man muss den Roboter auch richtig auslegen und dann funktioniert es. Und dann haben wir echt lange Freude an so einem Harmonic Drive. Well-Getriebe. Ja, vielen Dank. Also mir gefallen die super. Ich habe es immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ja, das ist irgendwie ein Zahn mehr und weniger und so weiter. Aber da gibt es ja Videos im Internet, wo man das dann auch nochmal nachschauen kann. Ich kann es gerne nochmal erklären, wenn du möchtest. Ja, machen wir dann im Nachgang. Okay. Vielen Dank. Also viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank, Jana. Danke. Hat mich gefreut, dass du da warst. Ja, ich auch. Und der Kaffee schmeckt super. So, jetzt bin ich hier bei KUKA. Und ich habe bei KUKA jemanden gefunden, der Deutsch spricht. Der Jan Bolte ist aus dem hohen Norden. Grüß dich. Ja, grüß dich, Werner. Hallo. Ja, kannst du Servus sagen? Moin. Ja, moin. Servus, genau. Passt, genau. Noch moin. Ja, wunderbar. Du, Jan, der LBR Easy ist ja so der neue Cobot von KUKA. Erzähl mal, was haben wir hier für Vorteile gegenüber dem Vorgänger bei der LBR IVA. Der LBR IVA, Der war nicht so leicht zu programmieren. Richtig, also hier ist absolut das Thema easy to use. Ja. Einfache, simple, schnelle Integration. Mhm. Das ist hier der Punkt dabei. Wir haben ein recht großes Portfolio, 3 bis 15 Kilo jetzt. Ja. Von Abstufung 3, 6, 8, 11 und 15 Kilo. Ja, Reichweite? Reichweiten zwischen 760 mm und 1300 mm. Okay, also so wie K16 so in die Richtung. Genau. 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 Der Cybertech Nano ist so der und der Agilus, das sind so die Klassen, in denen wir das spielen. Ja. Kollaborierend komplett, ja? Komplett kollaborativ ist nach wie vor genauso wie der IVA auch schon mit Kraftmomentensensoren in allen Achsen ausgestattet. Mhm. Ist ein wichtiges Thema. Wir können also den Roboter im gesamten Prozess komplett sicherheitstechnisch überwachen. Mhm. Ist er ein Leichtbauroboter? Wie schwer ist er? Genau, wir sind hier bei roundabout 50 Kilo, also immer noch eigentlich ein Leichtgewicht unter den Robotern, ist aber dennoch relativ massiv ausgeführt. Wir nutzen Industriekomponenten, das heißt, es ist halt ein Roboter, der auch für einen rauen Einsatz geeignet ist. Okay. Also wie man es halt von KUKA auch gewöhnt ist, Und ich finde den hier schön, ich kann den hier nehmen und dann wirklich super, super einfach bedienen. Wir sind hier in so einem Sicherheitsbereich, wenn ich hier reingehe, dann wird er automatisch langsamer. Genau. Der gibt hier nach und sagt, okay, da darf er nicht so schnell fahren, hier schon und bam, wie so eine virtuelle Wand.
Richtig. Also wir haben da im Grunde einen Sicherheitsbereich eingerichtet, dass die Roboter sich nicht gegenseitig stören und nicht kollidieren. Mhm. Wir haben ihn nicht komplett gesperrt, der Roboter darf reinfahren, aber dann eben sehr langsam. Okay. Ich habe ja auch eine Taste drauf mit Umschalten oder so, da kann ich dann verschiedene Funktionen, linear, PTP und so weiter. Ja. Korrekt, also das ist unser Standard-Commander, der an jedem Roboter automatisch verbaut ist. Ja. Wir brauchen keinerlei Tasten am Handbediengerät drücken, um den Roboter zu verfahren, sondern wir haben die Tasten hier direkt am Roboter dran, wo wir ihn verfahren können. Ja. Haben hier oben drauf Funktionen, wo wir dann Touch-Up machen können, wo wir im Programm hin und her springen können. Und die Beleuchtung direkt, wir sehen immer den Zustand des Roboters. Ja. Also sollte eine Störung anliegen, leuchtet das rot und ich sehe von Weitem sofort, der Roboter hat irgendein Problem gerade. Ja, wunderbar. Jetzt wird es auch schon laut, aber wir wissen jetzt schon mal einiges. Ja, wenn du mehr wissen willst, kann man ja bei Kuka auf der Homepage nachschauen. Genau. Und ich sage schon mal vielen lieben Dank. Gell? Danke, gerne. Danke, dass du hier bist. Ja, servus. Jetzt habe ich hier den Daniel Schmidt getroffen. Ja. Daniel Schmidt von Orange Apps. Grüß dich. Servus, Werner. Also, endlich mal haben wir uns live getroffen, hier auf dem KUKA-Stand. Und du machst dir schon lange die Orange Apps. Du hast ja diesen Orange Edit erfunden, ja, und schon lange der Community kostenlos zur Verfügung gestellt. Und was du auch gemacht hast und was wir total cool finden, das ist ja dieser Lego-Roboter. Ja. Das ist ja schon legendär. Erzähl mal, der wird ja auch eingesetzt bei Schulen, in Automobilwerken während Corona. Genau, also Corona hat uns natürlich da geholfen. Im Grunde alles hat ein Spaßprojekt begonnen. Ja. Mittlerweile verkaufen wir 160 Stück im Jahr, Tendenz steigend, super. Natürlich in erster Linie Schulen, Ausbildungsbetriebe, Universitäten, da ist tatsächlich alles dabei. Aber auch tatsächlich teilweise private und immer mehr Richtung Marketing, weil viele sehen so einen Roboter auf dem Messestand. Ja, das ist ja auch schon bei KUKA, ja. Das ist der Hauptmagnet hier. Ja, die Leute gingen da drauf und schauen sich das an. Du hast ja das Kunststück gemacht, einen Lego-Roboter mit Original-KUKA-Programmiersprache zu programmieren. Ja. Genau, also hier kommen im Grunde zwei kleine Welten aufeinander. Erstmal das Thema Lego, das ist per se ja nichts Neues, kennen viele. Ja, für aber uns Spieltriebler, ja, genau, ja, sowieso interessant. Für mich war es wichtig, hier meine Kompetenz in der Software auszuspielen, nämlich hier wirklich fremde Hardware mit der KUKA-Steuerung zusammenzubringen. Ja, und das hat hier super geklappt. Wir haben quasi Maschinendaten, die spielt man einfach auf den KC4, KC5 Controller oder im Office Lite ein und steckt den Roboter per USB an und kann ihn programmieren, bedienen wie einen ganz normalen KUKA-Roboter. Wenn man dann noch ein bisschen Geld übrig hat und einen Office-PC kauft, dann kann man sogar noch das Smartpad anstecken. Kann man das Ganze noch mit dem Smartpad machen. Aber den Programmcode, also wenn ich hier den Roboter programmiere, das ist so wie bei KUKA auch. Ganz genau, du machst da PDP, LIN, du fährst kartesisch, du gibst Koordinaten, zum Beispiel ein, fahr mir 50 mm, dann fährt der Roboter 50 mm. Ja, also das kann absolut genauer nicht. Ja, aber, ey, wunderbar, also das ist, ich finde es klasse. Wenn es dich interessiert, so ein Gerät vielleicht in der Schule einzusetzen oder sowas kann man sich auch auf den Wohnzimmertisch stellen, gell? Ja, absolut, machen Leute. Dann orangeapps.de. Orangeapps.de, genau. Da findet man den Roboter. Einfach Angebot von uns erstellen lassen. Wir haben auch verschiedene Erweiterungen, Optionen, Transportkoffer und so weiter. Einfach melden oder einfach mal durchklingeln. Dann stellen wir das auch gerne in einem Live-Meeting vor. Genau. Wunderbar, du bist mega. Vielen Dank dafür. Gell? Ich danke dir. Servus. Wir sind ja bei Intrinsic, eine Google-Tochter. Wir sehen zum ersten Mal auch, dass Google tatsächlich Industrieroboter ansteuern kann. Wir haben eine neue Software. Also Intrinsic hat das Ganze entwickelt, war schon immer so ein Google-Startup, werden unterstützt von Google, sind eine Google-Tochter, 100%ige. Und sind zum ersten Mal hier in München auf der Automatica. Da habe mich ein bisschen beeindruckt, weil die jetzt schon ein fertiges Betriebssystem für Komau-Roboter haben. Sie können auch Universal-Roboter ansteuern, sie können KUKA-Roboter ansteuern, haben noch einiges vor. Sie können Kraft-Momentensensorik bereits regeln, also No-Code, ja, am Roboter. Genauso wie Kamerasystem von, ich glaube, Keyence habe ich gesehen, Schmalz, Zimmer, Schunk, also einige Verdächtige sind bereits hier aufgesprungen. Es wird sehr interessant, was wir hier noch sehen von Intrinsic. Das ist jetzt die einzige Anwendung, die ich sehe. So ein bisschen sind mir auch noch ein paar Universal-Robots, wo die ein bisschen zeigen,
was schon geht, ja, aber ich würde sagen, das müssen wir auf alle Fälle beobachten. Was hier bei Google passiert, auf alle Fälle sehr interessant. Ja.